Ist das da oben der gewichtete Begleiterkubus? So sieht's nämlich aus. Warte mal. Hi, brauche ich dich für irgendwas? Ich fürchte, hiermit ist es ab sofort offiziell. Man sollte mich nie wieder in die Nähe von Spielen lassen, die vielleicht ein bisschen anfällig für Bugs sind. Und zwar habe ich es geschafft, das Menü hier zu ruinieren, bevor das eigentliche Spiel losgeht. Zieh's dir rein. Der Text fliegt und passt nicht mehr hier drauf. Und wenn ich dahin will, darf ich nicht auf das Ding selber klicken, sondern auf den Text drüber, weil alles um eins verschoben ist. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber es ist einfach straight up broken. Ich schätze, das ist meine Spezialfähigkeit. Es gibt Batman, Superman, Spider-Man und dann gibt's mich. Ich bin Bugman. Ich finde all die Bugs. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zu Suicide Guy. Ein Spiel, in dem es, soweit ich weiß, darum geht, dass man diesen Typen hier spielt, der hier auf dem Sofa sitzt und selbstzufrieden Fernsehen guckt in seinem komplett verdreckten Unterhemd. Man spielt diesen Typen und muss aus Träumen aufwachen, indem man stirbt. Das heißt, jedes Level besteht einfach nur daraus, irgendwie zu sterben. Und man muss halt irgendwie kleine Rätsel lösen, um das hinzukriegen. Das Spiel sieht echt lustig aus, deswegen spielen wir heute Suicide Guy. Ich starte ein neues Spiel und alles begann an dem schicksalhaften Tag, als Bill beim Netflix-Suchten einschlief. Es war furchtbar. Es ist nämlich so anstrengend, Serien zu suchten. Okay, guten Morgen. Ich erwache auf dem Dach eines Wolkenkratzers und frage mich, ob ich träume. Zuerst mal, was läuft hier oben im Fernsehen? Kein Empfang läuft im Fernsehen. Was läuft hier oben im Radio? Content-ID. Okay, bevor ich jetzt da runterspringe, weil das ist ganz offensichtlich ein Sprungbrett, selbstverständlich soll ich da runterspringen, denn ich muss ja aufwachen. Bevor ich das jetzt mache, erstens mal, der Typ tritt echt heftig auf, ist mir aufgefallen. Da ist schon jemand sehr, sehr wütend. Und zweitens, das hier ist das beste Feature im ganzen Spiel. Pass auf, ich drücke mal rechte Maustaste. Ha? Wenn jemand was fragt und du hast die Antwort nicht. Genau so, okay. Das war alles, was ich loswerden wollte. Ab hier weiß ich nicht, wie es weitergeht. Okay, soll ich hier runterspringen? Das ist kein Sprungbrett, by the way. Das ist ein Metallträger. Soll ich hier echt runterspringen, ja? Ist es so dringend, dass ich aufwache? Wobei, es ist so dringend. Ich verpasse meine Serie. Wow. Das ist echt, echt hoch. Und ich sehe meinen Bauch hervorragend. Ich drücke jetzt mal W und gucke, was passiert. Eigentlich ist es ja selbstverständlich, was passiert, ne? Ja. Au. Jeder Knochen in meinem Körper ist Marmelade. Toll. Aber ich bin wach, denn wir alle wissen, wenn man im Traum fällt und aufschlägt, wacht man automatisch auf. Darauf erstmal ein Bier, ne? Der guckt so darüber. Auf den Schock erstmal ein Bier. Okay. Ist aber auch echt unglücklich. Weißt du, schläfst du ganz kurz ein und träumst instant davon, dass du drauf gehst. Das heißt, du hast gar nicht richtig geschlafen eigentlich. Das ist echt Pech. Und er schläft. Ich habe irgendwas im Auge. Und er schläft natürlich nochmal ein, ne? Natürlich, okay, so interessant kann die Serie ja dann wohl doch nicht sein. Und sein Bier fällt runter. Oh nein, das ist das Gute. Keine Ahnung, was kommt jetzt? Ein Restaurant. Ah ja, und ich bin der Koch. Und ein Bild von meinem fallenden Bier. Was? Was ist los? Okay. Mein Bier fällt auf den Boden. Ich muss so schnell wie möglich aufwachen. Das ist seine Motivation, so schnell wie möglich aufzuwachen, weil sein Bier runterfällt. Woher weiß er das überhaupt? Das kriegt er doch nicht mit, weil er schläft. Keine Ahnung, ich stelle das nicht in Frage. Okay, ich bin anscheinend Mitarbeiter des Monats Oktober. Wahrscheinlich auch, weil ich der einzige Mitarbeiter bin, weil ich sehe hier sonst keinen. Ich kann Dinge auswählen und essen? Fragezeichen? Tatsache. Gott, dieses Geräusch, das klingt wie ein Klo. Oh, okay, ich stelle das nicht weiter in Frage. Hier ist ein Lichtschein drauf. Ach, das ist die Levelauswahl. Die Levelauswahl ist ein Schnellrestaurant. Okay, kann ich zur Tür raus? Natürlich nicht. Aber das Ziel ist Bier. Okay, das ist die Motivation, dass ich hier tue, ist fucking Bier. Linke Maustaste, um das Level zu betreten. Level 1, Zug. Thomas die Lokomotive ist wieder in der Stadt. Okay. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Musik in Spielen gibt mir Trust Issues. Besonders, wenn sie mir irgendwie bekannt vorkommt. Okay. Es ist keiner im Zug und der Zug macht keine Geräusche. Warum macht der Zug keine Sounds? Nicht mal irgendwie, man hört nicht mal die Schienen. Linke Maustaste, um Objekte zu benutzen. Okay, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe hier nichts aufgemacht. Achso, ich habe eine Luke zum Dach aufgemacht.
Ich bin auf dem Zug und höre kein Geräusch. Ja, das muss ein Traum sein, ganz eindeutig. Okay, das Ziel ist ja, ich muss sterben. Wie mache ich das am besten? Gehe ich nach vorne zur Lokomotive und schmeiß mich dann vor die Lokomotive. Ich kann durch die Lokomotive durchsehen. Es sei denn, das hier ist Lars mit Absicht. Ich kann nicht zur Lokomotive. Also soll ich einfach runterspringen oder was und dann gucken, was passiert? Ist das die Idee? Keine Ahnung, ich springe jetzt einfach mal auf die Seite und gucke, ob ich sterbe. Wirklich? Dieser Zug war ungefähr 100 km/h schnell, mindestens. Wenn du mit 100 km/h von einem fahrenden Zug springst, das überlebst, es kommt noch ein Zug. Das überlebst du nicht einfach so, okay, ich sehe, was ich machen muss. Ich sehe, was ich tun muss, einfach nicht hingucken, beziehungsweise einfach nicht bewegen. Alles wird wieder gut, du kommst wieder zurück zu deinem Bier, sobald du aufwachst, das könnte jetzt ein bisschen wehtun. Bitte halten Sie sich fest, kommt der nächste Zug? Der nächste Zug kommt nicht so schnell. Das ist die Deutsche Bahn, kann man sich nicht drauf verlassen. Doch, jetzt kommt er. Ach Gott, warum tue ich das? Au. 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 Ich wurde von einem Zug überfahren. Aber ich bin noch nicht ganz wach. Ich lande wieder im Restaurant. Denn es wäre zu einfach, das Bier sich einfach so zurückzuholen. Okay, cool. Was kommt jetzt? Eine Säge. Was? Eine Säge. Ah ja. Okay. Ich mach die Musik immer aus, wie gesagt. Aber das ist nicht die einzige Quelle der Musik. Ich muss mich... Guten Tag, Überblendeffekte und Helligkeit. Ich muss mich irgendwie umbringen. Indem ich mich vor die Sägen werfe, richtig? Okay, ich kann anscheinend auch Sachen rumschieben. E und dann hier hin. Okay. Und dann einfach hier vorne dran. Nein, achso, ich muss wieder E drücken zum Loslassen. Okay. Und dann das hier zum Klettern. Und dann so. Okay, das ist easy. Hier ist noch ein Radio. Ruhe, ich muss mich konzentrieren. Ich muss sterben. Activate picked up items, press left click. Hä? Achso, mitnehmen und dann aktivieren. Was? Achso. Ist das so gedacht oder mache ich das? Doch, es ist so gedacht. Okay. Dann. So. Warte mal, das ist doch... Mir fällt gerade eine Sache auf. Es gibt ja Hindernisse hier, ja? Aber das ist ja mein Traum. Also müsste ich mich damit nicht auseinandersetzen. Weil wenn es mein Traum ist, kann ich ihn kontrollieren. Ich bin gerade durch die Wand gelaufen. Okay, wenigstens habe ich Superkräfte in meinem Traum. Was ist das hier? Eine Sammlerstatue von mir selbst. Bin ich selbst verliebt oder was? Um irgendwas zu werfen, E und dann... Oder E und dann halten. Okay, wohin überhaupt? Warte mal, was macht das Ding? Ah, ich gehe nicht unter die Sägen. Ich lasse mich stampfen. Und zwar, indem ich mit diesem Ding hier da drüben den Hebel treffe. Das wird interessant. Erzielt und verfehlt. Fuck. Okay, mal schauen, wie oft ich das machen muss. Ich bin in sowas nicht gut. In Sachen treffen bin ich nicht wirklich der Beste. Okay, pass auf, nochmal. Kann nicht so schwer sein. Ach nö. Hey, ich bin tot. Ich komme meinem Bier jederzeit oder mit jedem toten Schritt. Ne, ich habe einen Erfolg gekriegt. Aha, eine Statue gesammelt. Was kommt jetzt? Das Ding ist so unglaublich laut. Wow, wo gehen wir jetzt hin? Aliens. Wirklich. Aliens. Okay, wir sind in Space. Ja, das kann ich anlassen. Das ist so Hintergrunddröhnen. Okay. Mobsgeschwindigkeit. Cool. Funktioniert toll. Mobsgeschwindigkeit ist heute leider nicht verfügbar. Okay. Ich bin anscheinend auch nicht der Kapitän, weil ich kann mich nicht setzen. Was soll ich tun? Kann ich das ganze Ding erkunden? Ich kann das ganze Ding erkunden. Okay, und hier führt ein Kabel hin. Wer träumt denn von sowas? Also ich habe noch nie von Aliens geträumt. Ich habe von vielem Merkwürdigen geträumt, aber noch nie von Aliens. Das ist neu. Okay, hier ist so eine Art Generator. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo es am Ende hinführen soll. An. Okay, Strom ist drauf. Toll, das Ding ist unglaublich laut. Also unglaublich, unglaublich laut. Ist das da oben der gewichtete Begleiterkubus? So sieht es nämlich aus. Warte mal. Hi, brauche ich dich für irgendwas? Ah ja, ich muss irgendwie wieder rauskommen, ich Idiot. Wie mache ich das jetzt am besten? Es gibt 3 Stück davon hier drin. Muss ich die stapeln? Ach, ne. Bitte sag mir nicht, ich muss die stapeln. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Okay, dann
Der hier, der, kannst du mitkommen? Nee, ich kann die nicht hochziehen. Und ich kann sie auch nicht werfen. Wie komme ich hier wieder raus? Oh, bitte lass es jetzt funktionieren. Tu mir den Gefallen, sei lieb, Spiel. Yay, es hat tatsächlich funktioniert. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Aber wenn doch, bin ich sehr, sehr stolz auf mich. Das hat mehrere Versuche gebraucht, aber es geht. Kann ich jetzt den unteren ziehen, ohne dass der obere runterfällt? Es geht. Ist das so korrekt? Ich glaube nicht, dass das so gedacht ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich hab's und ich werde das nicht weiter in Frage stellen. Okay, pass auf, ich muss ein bisschen nachkorrigieren jetzt. Du gehst wieder da drauf. Ist doch schön. Hat nur Jahrhunderte gebraucht, bis ich das auf die Reihe gekriegt habe. So, jetzt kann ich das Ding auch anmachen. Weil das habe ich mir gespart, sonst ist das furchtbar nervig, dieses Geräusch. Dann hier, die Kiste darüber. Dann hier, reicht das überhaupt? Kann ich so hoch springen? Keine Ahnung, warte, das hier drauf. Hier drauf, hier drauf. Ich schubse die Kiste gleich runter aus Versehen. Ich schubse sie fast runter. Will ich nicht. Ich will doch einfach nur hier raus jetzt. Komm, das hat gerade eben schon funktioniert. Jetzt nehmen wir das nicht weg. Dankeschön. Und es geht. Wir haben Strom, Ladies and Gentlemen. Nach mehreren Minuten der Rechnung und Forschung bin ich darauf gekommen, dass das der richtige Weg ist. Okay, jetzt kann ich den Knopf hier auf der Brücke benutzen, ne? Genau. Die Frage ist, wo geht's eigentlich hier hinten hin? War ich noch nie. Da gibt's eine Statue. Wären die noch schwerer zu finden, weil das sind anscheinend Collectibles und die sollten ja eigentlich versteckt sein, aber die sind irgendwie nicht versteckt. Keine Ahnung. Ich drücke den großen roten Knopf und guck, was passiert. Mopsgeschwindigkeit, jetzt geht's. Yay! Fliegen wir in die Sonne oder sowas? Komm, irgendwas muss passieren. Es ist furchtbar laut. Okay, wir haben Mopsgeschwindigkeit. Was passiert, wenn ich das hier mache? Was? Muss ich auf irgendwas zielen? Ich glaube, ich muss auf irgendwas zielen, oder? Aber ich weiß nicht, auf was. Ah ja, stopp. Fliegen wir direkt in die Sonne, bitte. Achso, warte. Ich kann nachkorrigieren. Hier rüber. Fuck. Wir fliegen in die Sonne, Ladies and Gentlemen. Yay! Mopsgeschwindigkeit, Warp Speed, direkt in den Stern. Wer träumt denn sowas? Und es ist so laut. Weißt du, da träumst du dir ein Raumschiff zusammen und hattest die Möglichkeit, Dinge zu sehen in deinem Kopf, die du noch nie gesehen hast, und du beschließt, in den Stern zu springen. Awesome. Okay, eins machen wir noch. Was ist das hier? Irgendwas mit Aztekengold. So sieht es nämlich aus. Okay. Ich bin sehr gespannt. Ich habe instant Indiana Jones Vibes. Wow. Ja, hier hinten ist die fucking Bundeslade. Wie ging der Spruch? Nicht hingucken. Halt deine Augen geschlossen. Keine Ahnung. Ich kann nicht auf das Ding in der... Hier sind zwei Bundesladen, als ob man zwei davon braucht. Ich kann nicht auf das Ding in der Mitte. Noch nicht. Gibt es hier hinten irgendwas? Eine Rätselgrube. Wirklich? Und hier ein Schatz. Kann ich... Wenn es nur so einfach wäre, ne? Okay, ich brauche verschiedene Dinge. Ich hau komische Geräusche aus. Was passiert, wenn ich mich hier drauf stelle? Tür geht auf. Und bleibt offen? Fragezeichen. Ich traue der Sache nicht ganz. Ich hasse Türen, die so aktiviert werden, weil ich nie weiß, ob sie offen bleiben oder nicht. Was passiert, wenn ich mich hier drauf stelle? Ich muss beide gleichzeitig aktivieren, das heißt, ich brauche eine Kiste oder sowas. Okay, ist klar, muss ich den Schatz hier reinschieben? Ist das die Idee? Ist das die Idee, die wir haben, dass ich den Schatz da reinstecke? Natürlich. Ich kann ihn nicht aufmachen, aber verschieben. Ist klar. Aua. Kannst du ihn bitte einfach nehmen jetzt? Und wirklich. Wirklich. Das Ding in der Mitte ist nur dazu da, meinen Weg zu verlängern. Dankeschön für gar nichts, Ruine. Okay, pass auf. Ich stelle das Ding auf den linken roten Knopf, stelle mich selbst auf den rechten und dann müsste das gehen. Ich komme mir vor wie ein Tomb Raider gerade. So, pass auf. Ist drauf. Ist drauf. Jetzt hier. Und es geht auf. Siehst du, so macht man das. Ich bin der beste Grabräuber der Welt. Okay, was jetzt? Diese ganzen Konstruktionen. Da oben ist was. Okay, warte. Ist das eine Sammlerstatue? Keine Ahnung, was das ist. Eine Zwille. Warum? Ich meine, ich kann sie mitnehmen, klar, aber... Warum? Ich kann damit Sachen verschließen. Warum? Ich muss Sachen von der Decke schließen. Deshalb. Treffer, ein Schlüssel.
für die Schatzkiste. Nein, nicht ha, mach es weg. Ein Schlüssel für die Schatzkiste. Ist hier irgendwas drin, was ich brauchen kann, oder mache ich gerade nur extra Zeug? Keine Ahnung. Hallo? Jetzt. Ein Schädel. Hä? Wofür ist das ganze Zeug? Ich verstehe. Kann ich den Schädel hier drauflegen? Der ist schwer genug, um das Ding zu aktivieren. Da könnte ich ja auch fast alles andere drauflegen, um ehrlich zu sein. Okay, aber ich kann. Kann ich die Schatzkiste verschieben? Geht das, oder dass das Tor zugeht? Das geht. Bringt mich das alles näher zu meinem Ziel? Oder ist das gerade nur extra Zeug, was ich mache? Das ist die wichtige Frage. Wenn das alles nur für eine Statue ist, bin ich leicht beleidigt. Weil ich glaube nicht, dass sich das lohnt, aber ich weiß auch nicht genau, was die Statuen machen. Okay, cool. Tür ist offen. Was jetzt? Gitterstäbe. Ich habe die Zwille noch. Ich weiß nicht, ob ich die noch brauche. Ja, natürlich brauche ich die noch. Zieh das rein. Ups. Siehst du, mir kann man vertrauen beim Grabräubern. Hier ist ein Durchgang. Dieser Ort ist riesig. Hier ist eine winzig kleine... Nein, nicht. Hier ist eine winzig kleine Tür. Für die Schlümpfe. What the fuck? Okay, jetzt habe ich den Schlüssel weggekickt. Ja, ist zum Glück gar nicht eindeutig. Ich könnte jetzt darüber springen, aber was ist in dem Durchgang? Dieser Ort ist riesig, kann das sein? Und ich laufe immer aus Versehen, weil ich dachte, weil ich denke, es wäre Sprinten, aber ist es nicht. Goldschatz. Und eine Statue, hier ist die Statue. Okay, das heißt, ich kann meiner Wege gehen. Kann ich das Gold nicht mitnehmen, wobei es ist nicht mal echt, weil ich mir das alles erträume. Also wird es mir gar nichts bringen, das Zeug mitzunehmen. Vergiss es. Vergiss es. Wenigstens mache ich in meinen Gedanken coole Dinge. In echt sitze ich nur da und suche dir irgendwie Netflix-Serien. Und hier bin ich ein Grabräuber, der das alles nur macht, um zu sterben. Okay, hier drauf. Hier drauf. Das klingt wie das erste Tomb Raider mit den Geräuschen, die er macht. GG. Vollidiot. Wie komme ich hier wieder hoch? Bitte sag mir, da ist eine Leiter. Okay. Ich dachte, ich könnte das alles neu starten, um da hochzukommen. Okay, nochmal. Zur vollen Info, ich habe springen gedrückt, ne? Die Steuerung ist nicht so ganz auf Höhe der Zeit. Okay, pass auf. Jetzt hier. Dankeschön. Und jetzt nochmal. Okay, wenn man nur ein bisschen zu spät springt, dann springt man gar nicht mehr. Was passiert hier? Ach komm, das ist doch Bullshit. Geht das auch wieder nach einer Zeit weg? Natürlich tut es das. Ein Stein. Sekunde. Stefan hat Idee. Gute Arbeit. hey. Das. Haha, ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, aber ich bin gleichzeitig gesprungen und es hat funktioniert. Okay, pass auf. Das hier wird witzig. Das wird super, ich freue mich jetzt schon. Was ist gerade passiert? Ich dachte, ich habe schon umgedreht, weil ich dachte, ich müsste es nochmal machen. Okay. Ich weiß gar nicht, ich muss auf die andere Seite, aber... Wann kommen wir zu dem Raum zurück, wo ursprünglich alles angefangen hat? Ich bin total verwirrt, wie groß dieser Ort ist. Was denkt sich mein Gehirn alles aus, wenn der Tag lang ist? Hier. So, jetzt. Kann ich mich jetzt endlich umbringen? Ich kann mich endlich umbringen. Und ich sehe auch schon, was passiert. Ich nehme den Goldschatz und das Ding macht mich platt. Weil wegen Filmklischees. Ja, das ist der Grund, warum ich hierher gekommen bin. Bitte. Bitte nicht aufspießen, aber zerquetschen. Danke. Dankeschön. Ich wollte schon immer ein Pfannkuchen sein. Meine Mutter hat immer gesagt, aus mir wird immer ein großartiger Pfannkuchen. Okay. Ich würde sagen, das sind genug Tote. Das ist so laut. Ich würde sagen, das ist furchtbar laut. Ich würde sagen, das sind genug Tode für einmal. Schreibt mir hier unten runter, ob ihr mehr davon sehen wollt. Ich finde das irgendwie lustig. Es funktioniert, also es ist sehr, sehr fummelig teilweise. Aber ich weiß nicht, irgendwas für 5 Euro kann ich mich erstens nicht beschweren und zweitens irgendwas hat das Spiel. Ich mag solche Spiele, wo sie ein bisschen rätselig sind, aber auch eben so einen Sinn für Humor haben. Und ich weiß nicht, das ist hier irgendwie gegeben. Kurz Review. 10 out of 10 would play again. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Daumen zum Like-Button aufs Maul zauen und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ich will nur ganz kurz was sagen, weil es irgendwie zum Spiel passt. Und zwar hatte ich heute Morgen den ersten Traum, in dem ich gemerkt habe, dass ich träume. Und das war cool, aber mein armes Gehirn hat das, glaube ich, nicht sonderlich gut verkraftet. Das war anstrengend.